unter den Tisch gekehrt, dass es das Moskauer Memorandum ja auch noch gibt. Das Moskauer Memorandum, das dem österreichischen Staatsvertrag und der Neutralitätserklärung vorangegangen ist. Und in diesem Moskauer Memorandum könnte man auch schon einen eigenen völkerrechtlichen Vertrag sehen. Damals zwischen Österreich und der Russischen Föderation. Dann gibt es auch noch diesen Annex 2 zum Staatsvertrag von Wien, in dem das Moskauer Memorandum zum integralen Bestandteil des Staatsvertrags von Wien erklärt worden ist. Auch das hat man immer unter den Tisch gekehrt, weil die beiden Grundlagen hätten den Nachteil, dass Österreich nicht allein darüber verfügen kann, sondern jeweils immer um Zustimmung der anderen Seite des Vertragspartners, des Staatsvertrags von Wien oder des Moskauer Memorandums oder beides suchen müsste. Und Sie sollten auch nicht vergessen, dass andererseits aber die Freiheit eines einseitigen Rechtsgeschäfts nicht bedeutet, dass wir tun und lassen können, was wir wollen. Nicht, dass wir sagen können, heute sind wir neutral und morgen sind wir nicht mehr neutral. Sondern was die Rechtswirkung eines einseitigen Rechtsgeschäftes ist, ist die Entstehung eines sogenannten Rechtsscheines. Das bedeutet, dass diejenigen, denen man mitgeteilt hat, dass man neutral ist, darauf vertrauen können, dass Österreich tatsächlich auch neutral ist. Also zum Beispiel, die Slowakei kann sagen, ich brauche meine Armee nicht an die österreichische Grenze schicken. Ich werde von Österreich nie bedroht werden. Das ist die Konstellation, die aus dem österreichischen Neutralitätsverständnis fußt. Sie können daher Ihre Kasernen in Richtung auf Ungarn ausrichten oder in Richtung auf Rumänien oder in Richtung auf Polen und die Ukraine, aber können die österreichische Seite vernachlässigen. Dieser Rechtsschein entsteht und daher, wenn es auf die Frage kommt, wie kriegt man denn den völkerrechtlichen Neutralitätsstatus wieder weg, dann muss ich Ihnen sagen, die einzige Chance wäre, dass man einen Antrag für eine Generalversammlung der Vereinten Nationen stellt, dort die Bitte Österreichs zuerst entichambriert mit den anderen Staaten und hofft, dass man einen Beschluss zustande bekommt, dass die Mehrheit der Mitglieder der Vereinten Nationen zustimmen, dass Österreich nicht mehr neutral ist. Das folgt nämlich daraus, dass Österreich damals praktisch der gesamten internationalen Staatengemeinschaft die Neutralität erklärt hat. Und damals war ja noch Frankreich ein Kolonialreich, Großbritannien ein Kolonialreich, sodass eine Menge Staaten später dann aus diesem Vereinigten Königreich ausgetreten sind und ebenso aus Frankreich und dementsprechend man sagen muss, was damals 50 Staaten waren, waren dann ungefähr 20, 30 Jahre später 120 Staaten. Und heute besteht die internationale Staatengemeinschaft aus den 193 Mitgliedern der Vereinten Nationen. Das ist also hier der Hintergrund. Und das wird aber, wenn man sich die österreichischen Verfassungsrechtler und auch das, was ihnen vom Außenministerium immer wieder präsentiert wird, vor Augen hält, nicht schön auseinandergehalten. Und was in der Realität daher die größte Rolle spielt, ist die Änderungen, die im Zusammenhang mit der Mitgliedschaft bei der Europäischen Union in Bezug auf die österreichische immerwährende Neutralität und das Neutralitäts-BVG passiert sind. Also ich habe Ihnen hier den Artikel 23je der Bundesverfassung, des Bundesverfassungsgesetzes auf die Folie geworfen und der wiederum setzt um Bestimmungen, die aus dem EU-Vertrag resultieren, insbesondere Artikel 42 Absatz 1 und 2, die Beteiligung an der gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik der Europäischen Union
und die Beteiligungen dem Aufbau einer gemeinsamen Verteidigungspolitik der Europäischen Union. Aber wenn Sie in diese Artikel hineinsehen, dann schauen Sie sich bitte an, was derzeit von der Europäischen Union aus gemacht wird. Im Grunde ist die Ukraine ein perfektes Exerzierfeld, wo diese gemeinsame Verteidigung jetzt aufgebaut wird. Man findet ein gemeinsames Budget, man finanziert Waffenkäufe, man organisiert gemeinsame Waffenlieferungen und man kommt sogar so weit, dass man die Rüstungsindustrie gemeinsam in der Europäischen Union fördert. Ja, das ist perfekt, wenn Sie in den Wortlaut hineinsehen, das war Fiktion, Träumerei für die meisten, die diesen Vertrag gesehen haben. Und jetzt kommt diese herrliche Gelegenheit der Ukraine, wo man das also alles mit Leben erfüllen kann. Und dann sind wir am Ende dieses Konfliktes um einen gewaltigen Schritt weiter in Richtung auf die gemeinsame Verteidigungsunion. Ich habe 1994 in einem Gutachten, bezeichnenderweise haben mich die Grünen darum gebeten, gesagt, die Mitgliedschaft Österreichs bei der Europäischen Union ist mit immerwährender Neutralität unvereinbar. Ich glaube, die gesamte Entwicklung und das, was Sie heute in Bezug auf die Ukraine sehen, hat mich mehr als bestätigt. Ich bin natürlich angefeindet worden die ganze Zeit über, aber man muss auch eines sagen, es war ursprünglich im Vertrag von Maastricht noch nicht so dramatisch, wie es dann über den Vertrag von Nizza insbesondere und den Vertrag von Lissabon wurde, wo eben diese Bestimmungen geschaffen worden sind, die Sie hier vor sich sehen. Na, nun, was hat und wie kommt man trotzdem dazu, weil Sie müssen ja eines sich vor Augen halten, diese Vertragsbestimmungen der Europäischen Union sind ja nichts anderes als ein Gründungsvertrag einer regionalen, internationalen Organisation. Nicht die Europäische Union wird gerne ein Superstaat gesehen, aber rein rechtlich, rein völkerrechtlich ist sie nichts anderes als eine regionale, internationale Organisation. Als regionale, internationale Organisation ist die Europäische Union an Völkerrecht gebunden. Im EU-Vertrag bekennt sie sich ausdrücklich zu den Grundsätzen der Satzung der Vereinten Nationen. Da war auch eine lange Debatte, ob man sich dieser Formulierung anschließen darf. Denn warum schreibt denn die Europäische Union nur die Grundsätze der Vereinten Nationen, warum schreibt sie nicht die Satzung der Vereinten Nationen? Sie sehen das an den Sanktionen, weil die Sanktionen nach der Satzung der Vereinten Nationen vom Sicherheitsrat der Vereinten Nationen genehmigt werden müssten. Aber die Europäische Union alle diese Satzungen, alle diese Sanktionen gegenüber Russland beispielsweise, aber auch die meisten anderen gegenüber Venezuela, gegenüber Iran, alle diese Sanktionen ohne Genehmigung des Sicherheitsrats verhängt und daher völkerrechtswidrig verhängt. Was die Europäische Union in diesem Zusammenhang tut, ist, dass sie einfach kopiert, was die Vereinigten Staaten erfunden haben in der Zeit des ersten Kalten Krieges. Das waren die Sanktionen gegen die Sowjetunion. Zum Beispiel, dass in die Sowjetunion keine Computer geliefert werden dürfen. Das haben die USA einseitig gemacht. Sie haben den Sicherheitsrat nicht gefragt, sondern haben es einfach als die eine Macht auf der einen Seite der Erde gegen die zweite Macht auf der anderen Seite eingesetzt. Und dieses Modell ist jetzt kopiert worden von der Europäischen Union. Nicht? Und auf die gleiche Art und Weise, dass man
den Sicherheitsrat erst gar nicht befasst. Natürlich können Sie mir entgegenhalten, versucht man doch gegen Russland eine Genehmigung des Sicherheitsrats zu bekommen. Ist ja ausgeschlossen. Nicht, weil Russland ist ein ständiges Mitglied des Sicherheitsrats und als solches mit einer Veto-Berechtigung versehen. Und das bedeutet daher, wenn Sie würden doch nicht zustimmen, dass gegen Russland, gegen Sie selbst Sanktionen verhängt werden. Nicht, und dort liegt aber die komplette Fehleinschätzung. Nicht, anstatt dann zu sagen, ja, dann scheiden Sanktionen aus. Nicht, dann muss ich mich mit Russland auf andere Art und Weise verständigen. Es gibt ja Verträge, es gibt Verhandlungen. Ich brauche doch nicht Gewaltmaßnahmen einsetzen gegen die russische Seite. Ich kann ja die Mittel einsetzen, die normalerweise im zwischenstaatlichen Bereich eingesetzt werden. Österreich könnte doch nicht gegen Deutschland Sanktionen verhängen. Das würde ja Selbstmord bedeuten. Wenn man ein Problem mit Deutschland hat, zum Beispiel dem Flughafen Salzburg, ob man hier über bayerisches Territorium, deutsches Territorium anfliegen darf und entsprechende Lärmbelästigung auf Freilassinger Seite hervorruft, wenn hier Deutschland dann plötzlich sagt, wir sind nicht mehr damit einverstanden, ihr müsst euch in euren Flughafen schließen oder ihr müsst über österreichisches Territorium ausschließlich anfliegen, ja, dann setzt man sich hin und verhandelt. Und dann kommt ein Kompromiss heraus und der Kompromiss zeigt Ihnen, dass der Flughafen Salzburg ja doch weiter betrieben werden kann. Und man sich einigt, ja, mehr Anflüge über österreichisches Territorium, aber dennoch über deutsches Territorium darf es weitergehen. Also wenn Sie vom Außenministerium, wenn Sie von meinen lieben, hochgeschätzten Kollegen zur Frage Verhältnis Solidaritätspflicht zu Neutralitätspflichten etwas hören, dann bitte bedenken Sie, Sie machen eine Reihe von Abkürzungen, die aber völkerrechtlich nicht gedeckt sind. Nicht, Sie ignorieren bestimmte Grundlagen der österreichischen immerwährenden Neutralität. Vor allem aber sagen Sie, weil Russland nicht massiv protestiert hat, als Österreich der Europäischen Union beigetreten ist, dass sich damit Russland verschwiegen hat. Im Völkerrecht nennt man das Aquieszenz. Könnte man vielleicht zum Maastricht-Vertrag argumentieren, aber wenn Sie dann die Berichte von seinerzeitigen Bundeskanzler Franitzky über eine Moskau-Reise erfahren, dann sieht die russische Zustimmung ja ganz anders aus, als das entsprechend interpretiert worden ist. Dann hat es eine formelle Zustimmung nicht gegeben und die weiteren Schritte, dass man dann gerade im Bereich der gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik und Verteidigungspolitik über die Verträge, die ich Ihnen schon genannt habe, die ursprünglichen Grundlagen ganz entscheidend verändert hat, ja, das kann auf keinen Fall als gedeckt von der russischen Zustimmung angesehen werden. Damit scheidet die Aquieszenz aus. Dann zu sagen, das macht auch unser Staatsoberhaupt, die Solidaritätspflichten aus der EU gehen vor. Ja, das ist eben nicht so der Fall. Nicht, sondern das universelle Völkerrecht geht vor. Und unsere Verpflichtung zur immerwährenden Neutralität ist eine Pflicht aus dem universellen Völkerrecht und nicht eine Pflicht aus dem regionalen, der internationalen Organisation der Europäischen Union. Das heißt, wenn wir gegenüber der Europäischen Union Verpflichtungen eingehen, die mit unseren universellen Verpflichtungen nicht übereinstimmen, dann sind wir gegenüber der EU zwar schuldig, aber
vom Völkerrecht, vom universellen Völkerrecht her geboten, auch gegen die Europäische Union zu handeln. Eine Derogation, wie sie angenommen wird, über die entsprechende Bestimmung des Artikel 23 je BVG, den ich Ihnen geschildert habe, wo also die Grundlagen aus dem EU-Vertrag in das österreichische Verfassungsrecht übergeführt worden sind. Diese Derogation, manche sagen, es ist eine teilweise, manche sagen, es ist eine gänzliche Derogation, die kann nur das BVG bei immerwährender Neutralität im Inneren treffen, aber nicht das einseitige Rechtsgeschäft, nicht das Moskauer Memorandum und auch nicht den Staatsvertrag von Wien. Und das bedeutet daher, wenn man sagt, der Artikel 23 je hat einen Teil des Bundesverfassungsgesetzes über immerwährende Neutralität außer Kraft gesetzt, dann bedeutet das auf verfassungsrechtlicher Ebene, ja, bedauerlicherweise, weil die immerwährende Neutralität nicht als ein Baugesetz der österreichischen Bundesverfassung verstanden wird. Also der Vorschlag, den Herr Klubobmann-Kickl heute gemacht hat, wäre aber gerade die Neutralität an den Rang eines Baugesetzes zu heben und insofern eine absolut wichtige, ein wichtiger Schritt. Bedarf allerdings einer Volksabstimmung und daher eines gewaltigen Kraftaufwandes. Die Behauptung, dass die Partnerschaft für den Frieden oder die Partnerschaft für den Frieden Plus kein Militärbündnis sind und die österreichische Beteiligung an diesen Militärbündnissen daher keine Verletzung der österreichischen immerwährenden Neutralität darstellt, auch das ist eine dieser Abkürzungen, wo man aus einem rechtswidrigen oder verfassungswidrigen Vorgehen, nämlich dass man das Grunddokument, mit dem man sich der Partnerschaft für den Frieden angeschlossen hat, nicht dem Nationalrat vorgelegt hat und sagt, es ist nur ein politisches Dokument, aber kein völkerrechtlicher Vertrag, dass man diesen Missbrauch und diesen Verfassungsbruch als Grundlage dafür hernimmt, jetzt zu behaupten, alles, was dort passiert, gemeinsame Manöver, Zusammenarbeit beim Cyberwar-Abwehr, Vereinheitlichung der Ausrüstung, der militärischen Ausrüstung des österreichischen Bundesheeres mit dem NATO-Bereich, alles das ist nicht gedeckt. Nicht? Das sind krasse Völkerrechtsverletzungen, aber wenn Sie in die Kommentare hineinlesen, dann stellen die Kommentare sich Ihnen so vor, als wäre das alles schön und gut. Und das Gleiche gilt für die Beteiligung am Euro-Atlantischen Sicherheitsrat. Also die Gegenargumente, die man dazu im Hinblick auf die immerwährende Neutralität sagen muss, habe ich Ihnen jetzt versucht hier dazu bringen. Entscheidend ist, am Inhalt des einseitigen Rechtsgeschäftes, wenn wir mit der herrschenden Lehre in Österreich das als die wichtigste Grundlage auf völkerrechtlicher Ebene für unsere immerwährende Neutralität sehen, ist nichts geändert worden. Weder durch Artikel 23 EBVG noch durch Artikel 42 oder 43 des EU-Vertrages. Soweit die im Widerspruch stehen, geht das einseitige Rechtsgeschäft und damit die völkerrechtlichen Verpflichtungen aus dem einseitigen Rechtsgeschäft diesem vor. Und dann wissen Sie alles weit besser als ich, nicht, das ist nur, weil mich ja praktisch meine Kolleginnen und Kollegen zwingen, Ihnen so komplizierte Theorien hier zu verdeutlichen und dann dazu eine Gegenposition
zu entwickeln. Deshalb wird es so kompliziert. Im Grunde ist das Neutralitätsrecht eine vollkommen einfache Angelegenheit, weil es bedeutet Abstinenzpflicht, es bedeutet Gleichbehandlungspflicht und es bedeutet, dass das österreichische Territorium für Kriegführende nicht zur Verfügung gestellt werden darf. Abstinenzpflicht heißt, in einem international bewaffneten Konflikt darf ich keine Seite militärisch unterstützen. Und zwar in der weitesten Form. Ich darf für sie keine Waffenkäufe machen, ich darf keine Waffenlieferungen durch mein Territorium genehmigen und ich darf auch, wenn ich Waffen irgendwohin verkauft habe, keine Genehmigung erteilen, dass die dritten Staaten diese Waffen dann letztendlich an einen Kriegführenden liefern. Das bedeutet Abstinenzpflicht. Gleichbehandlungspflicht bedeutet, wenn ich Zelensky in den Nationalrat einlade, muss ich Putin auch einladen. Das bedeutet Gleichbehandlungspflicht. Weil dann nichts Gutes herauskommen kann, zwingt die Abstinenzpflicht, weder den einen noch den anderen einzuladen. Aber Gleichbehandlungspflicht bedeutet eben, beide Seiten, und da mag die eine Seite 10-mal in Unrecht sein und die andere Seite 10-mal im Recht, ich muss beide Seiten gleich behandeln. Und zur Verfügungstellung des österreichischen Territoriums, ja, wenn ich ukrainische Soldaten in Österreich ausbilde, was mache ich dann? Dann stelle ich das österreichische Territorium zur Verfügung. Und das ist daher also auch ein eindeutiger Akt, der nicht gedeckt ist. Also noch einmal, wenn Sie mir es erlauben, zusammenzufassen. Die Finanzierung von Waffenkäufen, militärische Ausbildungsmaßnahmen für oder zugunsten der Ukraine verstoßen gegen Abstinenz- und Gleichbehandlungspflicht. Cyberwar, Geheimdienstkooperation mit NATO zugunsten der Ukraine verstoßt ebenfalls gegen Abstinenz- und Gleichbehandlungspflicht. Die Lieferung von Kriegsmaterial aus Österreich oder die Genehmigung von Kriegsmaterial, das an andere Staaten von Österreich geliefert worden ist, verstößt gegen diese Pflichten. Kriegsmaterial für eine der beiden Seiten, wenn es durch österreichisches Territorium geführt wird, verstößt gegen die Verpflichtung, dass das österreichische Territorium nicht genutzt werden darf. Wir liefern alles, was durch Österreich durchgeht, geht nur an die Ukraine, geht nicht an Russland. Reparatur beschädigten ukrainischen Materials in Österreich. Wieder, man stellt österreichisches Territorium zur Verfügung. Für eine Kriegspartei ist neutralitätswidrig. Und die Ausbildung von militärischem Personal für die Ukraine in Österreich wäre es ebenso. Wenn man sagt, wie könnte und müsste sich ein neutraler Staat verhalten, ja, zwei perfekte Beispiele gibt es dazu. Eines ist sogar ein NATO-Staat, die Türkei. Nicht die Türkei? Zeigt im Moment, wie sich ein neutraler Staat verhalten muss. Nicht? Sie verbietet es den Vereinigten Staaten, und obwohl auch NATO-Mitglied und ein gravierender Faktor für die türkische Außenpolitik, dass sie Kriegsschiffe in das Schwarze Meer bringen. Können sie machen, weil sie einen entsprechenden völkerrechtlichen Vertrag einfach in diese Richtung hin so auslegen, wie er ausgelegt werden muss. Aber er hat zur Folge, dass auf die Art und Weise keine Unterstützung einer der kriegführenden Parteien passiert. Die Türkei ist die einzige, die den Getreidehandel möglich macht. Der Getreidehandel, der aber letztlich auch
von der westlichen Seite so, so malträtiert und einseitig administriert wird, dass er wahrscheinlich nach Auslaufen dieser derzeitigen 60-Tage-Periode beendet sein wird. Nicht, denn diese 60 Tage müssten sicherstellen gegenüber Russland, dass nicht nur ukrainische Getreideexporte, sondern auch russische Getreideexporte stattfinden können. Und zwar klarerweise aus diesen Getreidegebieten im Süden der Ukraine, die sich jetzt unter russischer Hoheit befinden, wo ja auch Getreide produziert worden ist. Und dazu noch eine weitere ganze Palette weiterer. Warum geht es nicht? Ja, weil die Banken die Zahlungen nicht ermöglichen. Und wenn die Zahlungen nicht ermöglicht werden, dann bedeutet es, ich kann das beim besten Willen nirgendwo hinliefern. Dann sind Sanktionen, die greifen. In niederländischen Häfen liegen Tonnen von russischen landwirtschaftlichen Gütern, die unter diesen Getreidehandel fallen würden, die schlichtweg wegen der Sanktionen von den Niederlanden nicht hinausgelassen werden. Das sind die Dinge, die geregelt werden müssen innerhalb der kommenden 60 Tage. Wenn das nicht passiert, dann ist mit dem Getreideexport alles wieder zu Ende und dann wird es einen riesen Aufschrei geben und wieder ist Russland der Böse. Nicht der Westen hat daran nichts verschuldet. Und der zweite, nicht auch die Gefangenenaustauschbewegungen. Nicht? Das Schwierigste bei dem Gefangenenaustausch waren die sogenannten Mitglieder der Azov-Verbände. Nicht? Das ist also extrem nationalistisch eingestufte Verbände, die zum Großteil von Leuten aus der Westukraine zusammengesetzt sind und die sich von besonders brutaler und besonderer Kriegsverbrechen schon in der Zeit zwischen 2014 und 2022 schuldig gemacht haben, aber auch jetzt insbesondere im Zuge des aktuellen Kriegsgeschehens. Da ist zum Beispiel vereinbart worden, zunächst einmal war die russische Position, diese Personen kommen unter keinen Fall in Frage für einen Gefangenenaustausch. Dann brachte die Türkei zustande, wir sichern zu als neutraler Staat, dass diese Personen auf türkischem Territorium bleiben müssen. Das heißt, wenn sie ausgetauscht werden, dürfen sie nicht zurück in die Ukraine, sondern müssen auf türkischem Territorium bleiben. Der Dreh, wie man auch diese Gefangenenaustausche zustande gebracht hat. Und das sind also Zeichen, was ein neutraler Staat leisten könnte. Ja, und der zweite, das zeigt China vor. Nicht? Mit dem 12-Punkte-Plan, wo man sich fragen muss, ja, ist das so eine riesige Geistesleistung, die da zustande gekommen ist? Wenn sie da hineinsehen, der Respekt für die Souveränität aller Staaten, das allgemein anerkannte Völkerrecht sowie die Charta der Vereinten Nationen gilt es strikt einzuhalten. Die kalte Kriegmentalität muss aufgegeben werden, die Sicherheit eines Landes soll nicht angestrebt werden auf Kosten anderer. Feindseligkeiten sind einzustellen, Friedensgespräche, einen Dialog aufzunehmen, die humanitären Nöte, die die Leute in den Konfliktzonen und auch außerhalb im Augenblick erleben, sollen gemildert werden und die Zivilisten und die Kriegsgefangenen sollen geschützt werden. Ja, kann das denn niemandem im österreichischen Außenministerium einfallen? Das ist doch alles nur eine ganz einfache Geschichte. Die Atomkraftwerke sollen gesichert werden. Keine bewaffneten Angriffe gegen AKWs dürfen stattfinden.
die strategischen Risiken sollen nur reduziert werden, die Getreideexporte erleichtert werden, die einseitigen Sanktionen, weil völkerrechtswidrig, sollen und müssen gestoppt werden, die Lieferketten müssen stabilisiert werden. Ja, und warum schimpft man auf diesen Plan? Ja, weil er von China kommt und nicht von den USA und nicht von Frankreich und nicht von Deutschland. Das ist das Problem. Aber die sagen ja, der Krieg wird nicht beendet durch Verhandlungen, sondern der Krieg wird beendet, indem man Russland